laufen schon. Sushi-Sportsfreunde. Und das ist das mundanische Ei. Ich lass mir jetzt gerade rein, Switcher. Crank Pump Pro für einen geilen Pump. Gönnt euch übrigens mit dem Code Leon auf ESM.com. Ah, und weißt du, was man auch nicht vergessen darf vorm Training? Armani Code, beste. Ich sage jetzt nicht, was ich denke, aber es gibt halt immer so, soll jetzt nicht böse klingen, aber irgendwie ist das so, dass alle starken Leute, die ich bisher kennengelernt habe, die riechen jetzt nicht so geil. Hey. Ja, heute steht Brust an. Erste Übung wird schweres Bankdrücken sein, Schrägbankdrücken. Also, mal gucken. Ja. Gehen wir auf 140. Aber jetzt so seit der Diät habe ich immer mal wieder irgendwie Probleme mit dem Handgelenk. Warum macht eigentlich jemand wie du Diät? Ich muss selber überlegen. Ganz ehrlich, weil ich einfach mal wissen wollte, wie es aussieht. Ich bin jetzt bei ca. 123 Kilo und ich habe ja angefangen mit 141 so um den Dreh rum. Und wenn ich jetzt die Bilder und Videos von damals sehe, denke ich mir so, Alter, sah scheiße aus. Ja, und jetzt will ich halt noch knappe 4 Kilo runter und dann ist Schicht im Schacht. Waren eigentlich geschmeidig, oder? Ich hätte mir jetzt eigentlich auch überlegt, mir wieder eine Glatze zu schneiden. Ja, ich muss immer mal wieder was anderes ausprobieren. Mir wird schnell, also eine Sache wird mir zu, lass es sein, scheiß drauf. Ich kann das nicht zu lange haben. Ich brauche Veränderung, allgemein immer. Sag das aber nicht deiner Freundin. Nein, da nicht. Wir haben jetzt 200 Kilo auf der Hantel. Also ich werde jetzt auf eine Wiederholung drücken. Schön pausiert. Es könnte schon schwer werden. Und ich frage jetzt noch kurz jemand, dass er sich mal kurz hinterstellt. Weil sicher ist sicher, Leute. Ne? Soll ich mich hinterstellen? Nee, du bist nicht dafür ausgelegt. So, wir haben jetzt einen Spotter am Start. Ich mache eine Wiederholung. Sollte drin sein. Du greifst nur ein, wenn ich, also kurz bevor die Brust reißt. Oh, ja. Ja, waren geschmeidig, oder? Ja. Waren gut. Hätte man noch mehr machen können, aber wir belassen es dabei, oder? Ja, danke dir. Also, jetzt 170 und dann gucken wir mal so, ne? Ging sehr gut. Also, für mein aktuelles Gewicht. Das Filmsten, so wie ich die Mandaten wegschmeiße. Dass die Leute gleich denken, was ist das für ein Assi oder wie? Ja. Ab geht's zur nächsten Übung, würde ich sagen, oder? Hast du eine Idee, was wir machen? Wenn der Kameramann entscheidet, was wir trainieren. Ich weiß nicht, es könnte auch viel zu viel sein. Meinst du? Ja. Ich komme da nicht rein. Oh, das ist schon sehr schwer. Kannst du dich nicht zusammenreißen und es trotzdem einfach drücken? Ich glaube nicht, dass ich das schaffe, Alter. Also ehrlich nicht. Ich bin zwar sehr, 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 sehr stark, aber so stark bin ich dann auch wieder nicht. Nee, oh, der ist für dich. War nur 6, reicht. Ja, der letzte war für dich. Und für mein Handgelenk, dass es noch mehr wehtut. Ich glaube, ich gehe wieder runter vom Gewicht. Liebe
Belastungskurve, das wird immer schwerer. Normal kennt man es ja eigentlich so, schwer, 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 leicht. Aber hier, fast im Lockout, ist es am schwersten. Das ist schon eine geile Übung. Es fühlt sich sehr gut an in der Brust. Los, mach einen Formcheck. Oh, soll das jetzt meine Motivation sein? Hat was gebracht? Wenn du was sagst, bringt schon was. Es gibt Leute, da bringt es gar nichts. Warte mal, ich will keine Namen nennen. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der kann nicht motivieren. Das kommt bei mir nicht rüber. Ich bin da zu ehrlich für. Wenn ich so sehe, jemand schafft es nicht, dann fange ich auch nicht an zu sagen, komm, Digga, mach doch mal. Sagst du, komm, lass einfach. Ja, so ungefähr. Warum soll ich denn da noch sagen, komm, komm, komm? Wenn ich sehe, der packt es eh nicht. Da sage ich lieber, komm, jetzt nehme ich aber die Stange am Abend. Also dich will ich nicht als Trainingspartner haben. Ich würde ja gerne mal reinschreiben, was ihr so sagt. Ich kann übrigens noch nicht wirklich richtig posen, muss man dazu sagen. Aber so sieht es aktuell aus. Feierabend. In dem Sinne verabschiede ich mich jetzt auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, war's schon? Ja, wie? Das war doch voll gut. Die Leute haben jetzt mal die Form gesehen. Jetzt kommen da noch ein paar Kilo runter und dann gibt es nochmal einen Formcheck. Aber gebt doch gerne mal einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und Abo dalassen. Ganz wichtig, damit ihr mal auf dem neuesten Stand seid. Und ansonsten sage ich, haut herein. Bis zum nächsten Mal. Ich bin auch ein schlechter Lügner. Bist du schon mal fremdgegangen? Nein. Das war aber auch... nee, natürlich nicht. Sowas ist... ich muss jetzt nur lachen, weil du lachst. Du bist so ein Lügner.